Today we are the guests of the painter and sculptor Max Leonhard in Strobl am Wolfgangsee, who is considered by some to be one of the most innovative artists of our time. His paintings are particularly popular on all continents of the world, and this is pursued primarily because his paintings are based on essential codes and drawings, in the sense of a return to the very beginnings of art, as an interesting alternative to contemporary art. Building a studio right on a street and presenting yourself with a small gallery is original, and as you might expect, quite successful. Pictures are in front of the building. Some of these are designed for outdoor use and remain outdoors in winter and summer alike. It is especially these outdoor images with the physicality of a traditional painting that characterize Max Leonhard. They really do last 30 to 40 years outdoors without any noticeable loss in quality. The secret behind it? High polymer silicone and a sophisticated paint application technique. Ich male nun schon seit mehr als 30 Jahren mit Silikon. Und ich denke, das Medium hat Potenzial. Man kann in der Malerei damit Dinge tun, die in anderen Techniken nur sehr schwer realisierbar sind. Aber natürlich, es geht in der Kunst nicht in erster Linie um die Technik, sondern um den Inhalt, die Darstellung, Farbrhythmen, Komposition und Stil. Mich aber interessiert im Grunde viel weniger die Malerei als solche, als die Ursprünge der Malerei, wie sie auch vor Tausenden von Jahren verwendet wurde, vornehmlich bestehend aus Zeichen, die auf einen spirituellen Hintergrund hinweisen. Die meisten meiner Arbeiten sollten daher als komplexe Zeichen verstanden werden, vielleicht so, wie sie von den Aborigines verwendet wurden oder den mittelamerikanischen Kulturen, die grundsätzlich auf etwas außerhalb des Bildraumes verweisen, eben auf einen spirituellen Hintergrund, eine Aussage, einen Gedanken. Max Leonhard was born in Bolzano, South Tyrol, as the fourth of a middle class family. The mother was born in Vienna, daughter of a respected scientist, in whose house Schrödinger, Planck and alike go in and out. Half of the relatives are scientists. Leonhard's path seems predetermined. You study and become a university professor. However, Max shows artistic talent very early on. He begins an appropriate training in Bolzano, but then studies medicine in Innsbruck because his parents insist on a bread and butter job. Max Leonhard never dreams of becoming a doctor, but completes his studies and settles in Upper Austria as an artist. Damals sah ich mich vornehmlich als Bildhauer. Ich arbeitete bevorzugt mit Marmor. Das war natürlich riskant. Marmor ist teuer. Wenn die Skulptur nicht verkauft wird, schlägt das große Lücken ins Portemonnaie. Es hat nicht lange gedauert, bis ich begriffen habe, dass ich so meinen Lebensunterhalt nicht verdienen konnte. Denn die wenigen Auftragsarbeiten, die ich hatte, reichten ganz einfach nicht aus, um mich über Wasser zu halten. Wenn ich also in der Kunst Fuß fassen wollte, musste ich meine Strategie irgendwie ändern. Und so habe ich schweren Herzens nach einem Jahr einen Nebenjob in der Medizin angenommen und zog nach Deutschland. Dort mietete ich ein großes Atelier an und arbeitete wie besessen. Und eine Ausstellung jagte die andere. Ich hatte Ausstellungen in Deutschland, Italien, Luxemburg, Österreich. Und ich hatte auch einigen Erfolg. Eine Ausstellung im Rahmen der Salzburger Festspiele zum Beispiel, was durchaus ehrenvoll war.
Und dann wurde ich 1994 zur Art Expo nach New York eingeladen. Das war nun ein ziemlicher Sprung nach vorne. Nun, New York war beeindruckend, das Interesse an meinen Arbeiten groß, der Verkaufserfolg für mich überwältigend. Ich habe im Überschwang meiner Gefühle einen Teil davon an einem Abend in einem Restaurant verbracht, aber das war es wert. Der Zeitpunkt war endlich gekommen, den Brotberuf zu verlassen und mich ausschließlich der Kunst zu widmen. Ich habe mein bürgerliches Doppelleben verlassen und baute hier am Wolfgangsee dann mein Atelier auf. After the early works, mostly monochrome and graphic, not infrequently simple line drawings, often only scratched into the fresh paint and still in oil or acrylic technique on the canvas in the early 90s, pictures in silicone technique were already being created. His first attempts? Combining painting and collage, which mostly shows shadowy figures bordering on absolute abstraction, to finally give way to representations that are more concrete and above all, more colorful. It is the human being that Leonhard seeks to fathom in his works. He tries to snatch his secrets from him, questions the masks he uses and behind which he likes to hide. What is behind the desires he cherishes? How much of this world is real? How much of it is imagination? How real is reality? Where does it begin and where does it end? These questions are reflected in his works, in the views from behind, in which the anonymous figures embedded in an imaginary space just seem to be there. They are not individuals, it is simply the human being confronted with himself. The images turned out to be revolutionary, especially in the top views. Man appears without any space of his own, he is two-dimensional, and the representation becomes a complex line. The top view is embedded in a non-space. Man has no defined characteristic. This mode of representation achieves a new form of abstraction, an abstraction of space and time. Also ich würde sagen, auf eine seltsame Weise ist man zum Künstler geboren. Das mag vielleicht nach einem Klischee klingen, aber ganz so einfach ist es, glaube ich, nicht. Da war immer schon von früher Jugend auf ein unbändiger Drang in mir, etwas, das irgendwie tief in mir drinnen ist, auszudrücken, zu Papier zu bringen, zeichnend, schreibend, malend. Im Grunde kann man das nicht wirklich beschreiben. Ich war stets auf der Suche nach neuen Möglichkeiten des Ausdrucks und dabei stieß ich durch Zufall auf die zweidimensionale Draufsicht. Das ist eine ungewöhnliche Perspektive und die hat mich fasziniert und ich bin bis heute verblüfft, warum bisher niemand in der bildenden Kunst so etwas gemacht hat. Es ist nämlich eine Möglichkeit, die Aussage im Bild maximal zu verdichten. Eine sehr präzis gemalte Darstellung kann durch diesen Trick auf ein Zeichen reduziert werden und dieses Zeichen hat keine Dimension, ist auf eine seltsame Weise abstrakt. Dass diese Bilder dann auch noch in jede Richtung gedreht werden können und an allen vier Ecken signiert sind und sich dabei auf interessante Weise verändern, das gibt den Bildern, finde ich, eine ganz besondere Bedeutung. There's also a manual side to Leonhard's way of working. This starts with cutting the raw canvas, soaking the canvas in liquid silicone, and then priming it with multiple layers of different silicone receptors. In the case of the outdoor images, the canvas, which has been prepared in a complex process, is firmly screwed to an aluminium frame. Bilder sind normalerweise keinen Belastungen ausgesetzt.
Bei den Außengemälden ist das anders. Die müssen dauerelastisch sein, UV-stabil und sehr robust. Und das kann nur hochpolymeres Silikon. Damit zu malen, das gebe ich gerne zu, ist mitunter nicht ganz einfach. Schließlich muss man ja die Farbe mit verschiedenen Pigmenten selbst anrühren. Das heißt, man arbeitet so ein bisschen wie die alten Meister. Die Trocknungszeit ist mit etwa 15 Minuten ziemlich kurz und die Korrekturmöglichkeiten nach der Trocknung sind sehr begrenzt. Andererseits ist man in der Lage, feinste Farbnuancen selbst zu erzeugen und die Malerei verliert nie ihre Dynamik. Die Farbflächen sind immer strukturiert. Der Zeitdruck ist etwas lästig, denn es ist eine Herausforderung, in kürzester Zeit immer wieder denselben Farbton anzumischen. Aber mit der Zeit kann man das. Die Grundidee war ja ursprünglich, das Gemälde in den urbanen Raum zu bringen, es aus den Museen und Galerien zu befreien. Dies aber würde immense Öffentlichkeitsarbeit erfordern und das übersteigt meine Möglichkeiten bei weitem. Die Technik des Farbauftrags sieht einfacher aus, als sie ist. Die Haltbarkeit hängt ganz entscheidend von der Behandlung des Silikons ab. Dabei ist durchaus eine rasche und dynamische Malweise möglich, das ist es nicht. Letztlich gilt aber, der Bildaufbau muss bis ins kleinste Detail vorausgeplant sein. Das kann man sehr gut an diesem Bild demonstrieren. Die Stütze der Hand berührt fast den unteren Rand des Bildes, das Knie gilt als Gegengewicht und der Kopf stößt fast durch den oberen Rand. Dies erzeugt eine Dynamik, die durch den doppelten diagonalen Aufbau verstärkt wird. Herr Leonhard, warum haben Sie sich an den Wolfgangsee zurückgezogen? Nun, ich habe sehr lange Jahre in der Stadt verbracht und wenn man sehr jung ist und in der Kunst Fuß fassen will, dann bringt die Stadt natürlich sehr viel Anregung. Später dann hatte ich das Gefühl, zu sehr von meinen eigenen Kunstprojekten abgelenkt zu werden. Und so fiel der Entschluss, hier in Strobl am Wolfgangsee mein Atelier zu bauen. Und ich habe den Entschluss, den Großteil des Jahres hier am Wolfgangsee zu verbringen, nie bereut. Gut, den Winter verbringe ich in meinem Atelier auf den Kanarischen Inseln, wo ich das nötige Licht zu malen habe. Im Frühling komme ich aber immer wieder sehr gerne hierher zurück. Ich finde, die Gegend ist sehr schön und hier finde ich auch meine künstlerische Inspiration. Ich hole mir das Flair des Südens in meinen Garten, der mit seinen Palmen und Bananen sicherlich etwas exotisch wirkt für diese Gegend. Aber hier am Wolfgangsee werde ich von Kunstliebhabern und von Sammlern auch gefunden. Und das ist verständlicherweise für mich eben nicht ganz unwichtig. And with that ends our report on the artist Max Leonhard. Conclusion: a visit to the studio is worthwhile. You should really give it a try.